Und hier bin ich wieder. Hallo, ich bin der dritte Folge dieser Session. Der Apfelwein tut seinen Dienst. Was ich hier tue, wisst ihr. Wenn ihr es nicht wisst, ziehe ich jetzt erstmal hier einen Randschuh an. Das ist der einzige Grund, warum ihr es nicht wisst. So, das hat zwei Socke. Na gut, macht einen guten Eindruck. Schulter sieht auch gut aus. Hauptsächlich Vitalität ist das, was mich jetzt interessiert. Ich mache hier keine Fratzen, ich muss hier die Gegner nicht in 4 Sekunden umprügeln. Wäre aber, ja gut, ich meine, macht halt auch einen Vorteil, logisch. Wenn man halt schnell durch die Gegnerhorde durchzieht. Aber es ist halt nicht immer alles. Geschwindigkeit ist nicht alles, vor allem nicht bei Hardcore. Und kleiner Tipp, was ich herausgefunden habe, ist, dass wenn wir die Edelsteine aus diesen Ausrüstungsgegenständen ausbauen, kostet das 10.000-15.000 Goldstücke. Wenn wir einfach hier auf Wiederverwerten drücken, kriegen wir sie gratis. Ist das ein Bug oder wie werden. Ich weiß es nicht. So, jetzt kommt das ganze Kram hier rein. Ich pack das immer wieder sofort in die Truhe rein. Ich weiß ja nie, wie lange es überhaupt noch überlebt. So, oh, ich kann das anziehen, aber es bringt mir nichts. Es ist ein Intelligenzding. Sollen wir jetzt hier zwei Hand? Das wäre vielleicht mal interessant. Weil ich kann ja zwei Hände in einer Hand führen. Schaden ist höher. Es ist ein Geschicklichkeits-Item. Schade. Also alles wieder weg. Alles wieder auf Anfang, alles wieder auf Null. Kann ich noch irgendwas craften? Habe ich jetzt eben nicht nachgeguckt. So, Waffen. Also. Ja. Das wäre vielleicht das Schwert. Naja, gut, das hat schon zu wenig Grundschaden, als dass das mal da rankommen würde. Das ist halt Einhand alles. Und Zweihand. Also geht. Es hat 60. 4. Versuchen wir mal. Na, gucken wir mal. Jetzt sind wir bei 71, 62, 72 Stärke, 80 Vitalität, das ist identisch. Und es gibt Leben pro Gegner. Malma des Adepten, das probieren wir auch nochmal. Oh, Zweihandpflege, ja, das ist natürlich für mich genau richtig. Mal erstmal den Malma angucken. 104 Vitalität, das ist natürlich auch schön. 108 Vitalität. Und nochmal ein schöner Zahnball. Na komm. Nehmen wir doch. Ist gekauft! Das, oder mal gucken, was hat das noch? Getötete Gegner, Erfahrung, Gegner zu verlangsamen. Jetzt habe ich den Schaden von 350, sagen wir mal, 361. Das Ding ist echt besser. Ja, klar. Zähigkeit. 15.700. Ja, komm, das lohnt sich nicht. Also, das Ding ist besser. Zweihand. Der ultimative Zweihänder bleibt auch weiterhin mein ultimativer Zweihänder. So. Jetzt gucken wir nochmal hier, was wir hier noch Schönes haben. Naja, was? Keins Roben möchte ich nicht. Ne, da ist auch nicht so viel zum Nacharbeiten. Rüstung könnte man nochmal gucken. Für 3000 ist doch kein Thema. 93, eieiei, guckt euch das mal an. Hier gerade mal schön das Doppelte rausgeholt. Hier, zack, da ist das Ding. Spiegel des Gesellen. Dann ein schöner Gürtel nochmal, den ich auch noch herstelle, in legendär. Muss man, das macht mir so schnell keiner nach. So. Ach, wunderbar. Also der Butcher, der muss sich jetzt schon warm anziehen. Also der hat jetzt, muss sehr warm anziehen. Dann hoffen wir mal, dass es in seiner Höhle auch eine gewisse Temperatur hat. Soll ich jetzt nochmal die kleinste Erinnerung auspacken? Das könnte Stärke, aber die Stärke, die ist sehr gering. Das ist nicht so das, was ich mir vorstelle. Würfel des Gesellen, ein Prunkschild, ein Prunkschild, ein Ehrenschild des Meisters. Dann machen wir das doch. Gucken wir mal. Stärke, Vitalität, alles so beide. Mehr Zorn, hier, noch mehr Zorn und alles. Komm, gekauft. Dann die Wappnung. Und hier nochmal eine seltene Stiefel. Da könnte ich noch was rausholen.
Guck dir mal an. Hier, wunderbar. Hallo. Crafting hier. A und U. Ist das A und U hier? Ja, alles nochmal rausgekloppt. Wunderbar. So. Dann schauen wir mal. Also. Wir sind jetzt wunderbar ausgerüstet. Ui. Missklick. Ja, wir sind jetzt wunderbar ausgerüstet. Also die kleine Shopping-Crafting-Beutetour hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich sehe jetzt auf jeden Fall dem Gegner positiv entgegen. Positiv entgegen. Das wäre schon mal groß. Eieiei. Ist geil, habe ich schon viel Pilz gefressen hier bei Mario. So laufe ich jetzt hier rum. Sieht auch scharf aus. Jetzt hier mit diesen bösen Gesichtern auf der Schulter. Und noch Feuerspeien dabei. Schön, schön. So, und die Truhe nochmal geknackt. Aber das ist echt geil hier mit den Zweihandwaffen, schön in einer Hand noch ein Schild dabei, ein richtig dickes Schild. Und dann gib ihm. Und 20% Schaden, der dann noch reduziert wird, ist auch echt Wumpe. Vollkommen uninteressant. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Zorn reicht nicht aus, du. Der reicht einfach nicht. Da rede ich mich auf. Ich bin so. Asilla. Ja. Komm mal her. Wir holen jetzt erstmal drei Leute hier raus und ich soll jetzt die Gefolge quasi befreien, die hier gefangen genommen wurden von anderen Leuten, die das hier fanden, keine Ahnung. Das ist ein Quest, der kommt immer. So. Weiter Punkt erreicht. Hier Schaden, also das ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern. Hallo? Hallo? Wen haben wir denn da? Haben wir jetzt was Besseres? Lass mich mal gucken. Also, Intelligenz. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, dass wir da noch was beikriegen. Aber Stärke, Vitalität, also er hat auf jeden Fall nur eins. Okay, das will ich jetzt. Ich muss zurückkehren. Das will ich jetzt machen. Auf jeden Fall. Also das Ding ist schon cool, aber da müssen wir was tun. Ich will jetzt das Primärattribut ein bisschen auswechseln. Mal schauen. So, herstellen. Ey, ich bin ein bisschen müde. Naja. Intelligenz rausmachen, komm für 12.000. Yeah, guck mal hier. Intelligenz oder Stärke. Ich habe gut Rüstung jetzt dazu gekriegt. Und ich habe halt die ganzen Items noch, die muss ich ja noch reinmachen. Nimm Stärke. Ich möchte gern Schaden machen. Kann mir jetzt sagen. Ach, scheiße. Nix. Ein Fehler begehen. So. Jawohl. Was haben wir denn jetzt? Also, ich mache 470 Schaden ungefähr. Boah, das ist über 100. Alter. Alto Belly, sag ich da nur. So, den legendären Zweihänder lege ich mir auf jeden Fall nochmal hier rein. Der ist echt gut. Und ist auf jeden Fall Account gebunden. Das heißt, meine anderen Charaktere können die dann auch benutzen. Und warum soll man das denn verwehren? So, was kann ich denn jetzt hier machen? Also, das ist der hier, der macht in der Waffe erhöhten Schaden gegen Elite-Gegner. Brauchen wir nicht. So, 25 Schaden nochmal drauf. Kritische Trefferchance. Nee, der Schaden erhöht. Was kann man noch machen? Hier, Rüstung. Da waren die hier gut in der Rüstung, glaube ich. Genau, das war hier Widerstand gegen alles. Interessiert mich. Das ist ein Thema.
Zack. Zack. Und nochmal in die Hose rein. Eieiei. So, Helm ist nichts dabei, hier ist nichts dabei, Waffe ist jetzt dabei. Gut, also ich kann mich jetzt entscheiden zwischen Treffer Schaden erhöhen. Dann Grundschaden. Und das andere ist mir eigentlich zu schwach, was ich da noch so dabei habe. Hier 25 Leben pro Treffer. Ich bin jetzt nicht so der Schnelle. Dann machen wir hier den kritischen Trefferschaden nochmal erhöht. So. Und schon kann es weitergehen. Wunderbar! Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Freut mich. Renne ich hier mit diesem schönen Zweihandteil rum. Wenn ich das alle anführen kann. Sprungattacke, jawohl, alles rein, zwei Genügen. Die Nachforschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarom, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines... Freiheit! Nach so langer... Das ist. Was ist dann los, Wächter? Was ist los? Ja, wunderbar, das ist echt eine Wandelfahrt hier. Jetzt gerade mal nur durch diese... Durch diesen kleinen Heimweg jetzt gerade einen wahnsinnigen Schaden nochmal generieren können. Also Schadensausput. Macht euch auf einen langen Kampf. Putt. Super. Das freut mich dann auch. Und so was. Damit habe ich auch mit dem Delphi, einem Bekannten von mir, der auch bei den Counter-Strike Let's Plays mit dabei ist, mit von der Partie, der mit mir quasi in der Teamspiel zusammen spielt, haben wir auch drüber gesprochen. Ich hab ihm erzählt, ja, früher habe ich halt nicht so die Faszination für Diablo geteilt, also erster Teil habe ich auf jeden Fall sehr gerne gespielt, war wunderbar und zweiter Teil ging ja das dann los, dass das alles so ein bisschen dann nach dem Singleplayer, der Musiker immer das Interessante war, dass dann halt dahin ging, dass die Leute angefangen haben und hier Level und da nochmal und da gab's dann so verrückte Läufe, die haben, ich will das jetzt, ich verstehe das gar nicht, die haben das Spiel gar nicht so gespielt, wie das überhaupt gedacht war. Also die haben das, du machst das doch mit der Story, also du spielst das Spiel, versuchst dann hier den Boss zu besiegen mit der Story. Weißt du, was die gemacht haben? Die sind einfach dann darin und haben nur noch irgendwelche Endbosse getötet, haben dann bessere Items bekommen und sowas und solche Geschichten und so. Das war ja total absurd für mich. Ja, da habe ich nicht so verstanden. Also dieses Sammelleidenschaft und Sammeltrieb und so weiter. Ich bin frei! Und jetzt wo ich ein bisschen älter bin, vielleicht liegt es da dran. Hier mit Diablo 3. Benutzersteuerung wahrscheinlich auch ein bisschen angenehmer oder keine Ahnung, auf jeden Fall ist das jetzt auf einmal ein Thema. Also, ist ja okay hier. Interessiert mich, möchte ich gerne das 70 erreichen, möchte ich gerne hier bauen, diesen machen und gucken, was jetzt hier so rüstungstechnisch geht und noch ein bisschen sammeln und hier Sets bauen können und ja, ist jetzt irgendwie so ein Thema geworden, was mich schon interessiert. Also, ich weiß nicht, ob es am Alter liegt oder daran, dass die das Spiel jetzt noch ein bisschen angepasst haben. Aber, auf jeden Fall Ordnung. Ah! Ja, da habe ich ein bisschen vorgegriffen hier. Mehr durch Zufall als durch Mutwillen. Und hier ist der Platz, wo jetzt auch gleich der Wächter mich wahrscheinlich erwartet. Jetzt hier vorbeigekommen. Ich muss ja noch drei Gefangene rein. Oh, was machen die? Sphären und Abschirmen heißt das. Also die schicken hier diese Minenbälle rum und haben auch hier, also diese Gegner, die
schicken hier diese Sphären rum und haben noch so Schutzsphären. Ja. Das ist gut. Jawohl. Da ist immer so eine beste Sprungattacke gerade rausgeholt. Ah, cool. Das sind schon 2 von 3. Das war ein Gefangenen. Ich bin frei. Dank deinen Göttern. Ich bin frei. Wir sind frei. Frei wie der Wind. Wir sind frei. Wir sind. Wir sind stolz ohne Scheu, unzertrennlich und treu. Ja, wir sind frei wie der Wind. Wieso ist der Wind frei? Am Arsch ist der Wind frei. Der wird da total in die Mangel genommen von den Bergen und alles. Muss ich dir mal sagen, wenn wir nicht ein bisschen nochmal falsch sehen, gibt's Ärger. Na, eigentlich hier diese komischen Aale da, kriegt man da irgendwie Erfahrungspunkte oder sind die einfach nur mal so frei? Danke fürs Mitmachen, aber. Oh fuck! Ich wollte die Tür gar nicht einhauen. Guck mal, die Gegner raus. So, jetzt hol ich mir nochmal schnell die letzte. Falsche Tür, danke. Wir machen hier. Und dank sei den Göttern! Ich danke euch, edler Held. Meine Diener sind nun frei. Doch der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Mach den Wärter in der Mitte des Verlieses ausfindig und setzt seinem Übel für immer ein Ende. Ich nehme mal noch ein Stück Äpple. Du Labertante da, interessiert mich nicht. Geh jetzt mal runter. Ich hab hier von diesem Questbelohnungen, da gibt's hier immer mal so ein gelbes Item dazu. Gelb oder rot oder blau. Wie blöd muss man sein, um so ein Item zu brauen? Also da ist ja meistens nur Scheiße bei. Ich hab da noch nie Item genommen von. Hallo? Das ist die Frage. Gibt's Leute, die das Spiel so schlecht spielen, dass sie das brauchen können und die dann quasi unterstützt werden, damit sie jetzt hier mal immer so einen Haufen kriegen? Oder ist das einfach nur so, komm her, wir tun halt mal so, als ob. Kann ja auch sagen, ne? Ist gar nicht so ernst gemeint. Das ist Gag quasi. Ich benötige mehr Zorn. Gag. Doch, überall Gag. Oh Mann. Los mit dir! Was ist das für ein Typ? So, ich mache einen kurzen Break und dann sehen wir uns im nächsten Teil hier von Hardcore Drunk Let's Play von den Vorspielern. Und unser Crush Shader, unser VS Henry, lebt immer noch. Meine Fresse, was ist das da denn Recht, los? Eine Krone zu tragen, wird vom Licht verliehen. Mach's gut. Um ciao. Es zu verlieren.